Hallo, ich heiße Mai. Ich bin Chemikerin und ich mache Science-Videos. Immer werde ich gefragt, wie kamst du auf Chemie? Warum interessierst du dich für Naturwissenschaften? Was ist daran so faszinierend? Tja, wo fange ich da an? Vielleicht mit der Sonne, diesem riesigen Gasball, in dem winzige Atomkerne fusionieren, was so verdammt heftig ist, dass selbst hier in fast 150 Millionen Kilometern Entfernung wir uns immer noch in der Wärme räkeln können. Oder mit der Luft. In jedem Kubikmeter Luft sausen 27 Quadrillionen Gasmoleküle umher, die mit Geschwindigkeiten von über 1000 km/h gegen deine Haut prasseln. Die ganze Zeit. Was ist mit Wasser? Ein geradezu magisches Molekül. Ein Molekül, das so klein ist, dass es auf diesem Planeten gar nicht flüssig sein dürfte. Und doch fließt es in unseren Meeren und Flüssen und Adern und Zellen einfach nur wegen eines kleinen Knicks im Molekül und einer ungleichen Elektronendichteverteilung. Dein Körper ist ein Chemielabor. Es gibt keinen Atemzug, keinen Augenblick, in dem keine chemischen Reaktionen in dir ablaufen. Und dieses Video kannst du auch nur sehen, weil gerade elektromagnetische Strahlen von Proteinen auf deiner Netzhaut absorbiert werden. Und du kannst mich gerade nur hören, weil Schallwellen die Luftmoleküle um dich herum hin und her schieben. Jeder noch so banale Aspekt dieses Lebens wird interessant, wenn man ihn naturwissenschaftlich betrachtet. Steine, Berge. Berge sind riesige, riesige Haufen von Ionen, von geladenen Teilchen. Diese massiven Steinwände werden durch elektrostatische Anziehung zusammengehalten. Warum also Naturwissenschaften? Gegenfrage. Wie kann man sich nicht für Naturwissenschaften interessieren? Sind sie nicht zum Vergöttern faszinierend? Bin ich die Einzige, die das so sieht? Wenn ihr das ähnlich seht, teilt dieses Video, spread some science love und schreibt in die Kommentare, was euch so fasziniert.